Einen wunderschönen, hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, dem gerade scheiße kalt ist. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, wir stehen hier im Gebiet vor, rund um Hagia Sophia, im schönen Istanbul. Ihr seht, es ist ein bisschen schattig, vielleicht liegt es an den Bäumen oder am Winter, man weiß es nicht. Für die, die es nicht wissen, Hagia Sophia ist eine frühere byzantinische Kirche aus dem 5. Jahrhundert, wurde nachher zur Moschee umgebaut und ist heute ein Museum. Und das schauen wir uns an. Da vorne ist Sultan Ahmed, sieht man jetzt noch nicht. Gehen wir aber auch noch hin. Halb China ist hier versammelt heute, die haben wahrscheinlich China-Wochen gerade. Ja, und viele Touristen aus anderen Herrenländern halt, ne? Ja, es ist wirklich schattig. Der Wind kommt noch dazu. Wie ihr seht, ist hier einiges an Tourismus, auch bei diesen Temperaturen. Ja, hier ist der Hammam gewesen von Hürrem Sultan im 15. Jahrhundert. Ja, die Jungs hatten damals schon einen Hammam, ne? Bis in die heutige Zeit. Das ist die Hagia Sophia. Viele mit Mützen. Hier sind auch welche, die haben sich die Haare transplantieren lassen. Ihr seht, die Preise sind saftig. Ja, der Faschismus und Rassismus überall im Alltag zu merken. Türkische Staatsangehörige zahlen 70 Lira und Ausländer 72, also schlanke 2 Euro Lira mehr. Wir haben aber insgesamt trotzdem nur 140 bezahlt, ne, weil ne, das halt so ist. Ne? Wie gut, dass ich bald die Staatsbürgerschaft habe, dann passt das. Ja, man bekommt hier so eine Museumskarte, ne, vom Kulturministerium, hier mit Geburtsdatum und dies und das. Und die gilt in der ganzen Türkei für Museumsbesuche. Ja, das ist der Eingangsbereich. Und das sind die China-Wochen wieder. Mir fällt hier gerade etwas auf. Oh, China-Wochen. Was mir auffällt, hat Ähnlichkeiten zum Kölner Dom, wird auch nicht fertig. Sultan Mehmet der Erste von 1730 bis 1754. Fatih Sultan Mehmet. Imperator, jawohl. So, diese total geile Säule, ne? Stein, die ist aus dem 2. Jahrhundert. Ne? Wir gucken Filme. Ja, für 70 Lira kriegst du ja was geboten. Da kannst du 4K gucken. Nicht so wie bei mir auf dem Kanal, nur Full HD. Da gibt es 4K.
volles Programm hier. Zap. So. So, das ist die Haupthalle. Ja, da geht es ein bisschen rauf. Also diese schöne Wasservase, die wurde im 4. bis 3. Jahrhundert von Sultan Murad III. Hierher gebracht. Das ist alles hier Jahrhunderte alt. Ne? Was mich hier aber am meisten verblüfft an diesem alten Bauwerk, ist die Tatsache, dass die damals schon richtig gute Glühbirnen hatten. Verdammt. Zwar kein LED, aber gut. Immerhin etwas. Ne? So, das ist die Bücherei. Ne? Von Sultan Mahmud I. So, und ein kleines Quiz an der Stelle. Was glaubt ihr, war das meistgelesenste Buch hier? Also hier, könnt ihr in die Kommentare reinhauen. Und wer einer von euch sagt Bibel. So, hier ist die Minbar. Da wurde früher die Hubba drauf gehalten. Die Brüder und Schwestern kennen es. Also vielleicht nicht die, aber ihr wisst, was ich meine. Schon ein wirklich schönes Bauwerk, muss man sagen. Da läuft die Arbeitsgruppe Rote Katze. Ja. Und so, wie die Schilder einfach hier falsch sind, steht To the Upper Gallery, also zur oberen Galerie. Und auf Türkisch steht der Ausgang von der oberen Galerie. Ja. Kommen rein, kommen rein. Ja, auch hier mal wieder China-Wochen. Ich glaube, bei denen zu Hause ist gerade keiner mehr. Alle hier. Das ist der Aufgang zur oberen Galerie. Handyempfang scheint gut zu sein. Was ich schön finde, dass der Boden auch so original gelassen wurde. Die ist echt öst, ja. Das Gute ist, da wird mein Schrittzähler voll. Dann schaffe ich das Tagesziel auch heute. Und oben angekommen. Der Bruder vercheckt hier Schmuck. Ich meine, der Aya Sophia, bist du sicher vor den Schmuckverkäufern? Ja, die sind überall. Ich glaube, heute dürfen eigentlich keine Türken hier rein, wenn ich mir das angucke. Lee ist auch da. Diese Gerüste bestimmt mal Herde gemacht. Ich bin ja gerade fast über einen der Hopsings gestolpert. Die siehst du nicht, die sind so klein, ja. Krass. Richtig schöne massive Steinwände. Ah, ich liebe sowas, ja.
Das ist die Aussicht aus einem der Fenster. Ja, das ist die Jungfrau Maria, wie wir in Köln sagen täten. Ne? Das ist der John, der Imperator. Ja, und das ist die Frau vom John, wa? Das ist die Irene. Ne? Ja, das ist der Imperator Konstantin, der Conny. Ja, da nimmt der Ling Ling sogar die Maske für ab für den Conny. Das ist das Frau Sophia, ne? Hagia Sophia, der dieses Gebäude gewidmet ist. Und das ist nicht Isa a.s., sondern irgendein Christ. So steht es hier. Boah. Also außer die zwei Leute, die ich eben gesehen habe, die ich euch gezeigt habe, die Haare gemacht haben, habe ich bestimmt noch mal 5, 6 andere gesehen, die Haartransplantationen haben machen lassen. Also das kann man in der Türkei sehr gut und vor allen Dingen preiswert machen. Ja, wir sind wieder am Abstieg. Ja, vorne auch wieder. Ja, ihr wisst es. Boah, dann geht es weiter im Programm, wa? Ja, also fast am Ausgang wieder angekommen. Ne, ihr erinnert euch noch an das Irene. Das ist das Grab hier von der Imperatorin, ne? Da liegt die drin. Angeblich, weiß ich nicht, habe nicht nachgeguckt. Immer noch eine Kirchenglocke, wem war die? Ich hab keine Ahnung, ne? Ich kann das nicht lesen. Das ist jetzt nicht ganz mein Duktus. Ja, hier ist auch Katzenbesuch. Da ist Sultan Mustafa der Erste und Sultan Ibrahim. Ja, so, wir waren in der Hagia Sophia, ihr habt es gesehen. Wenn es euch gefällt, ihr wisst Bescheid, Daumen geben, Abo da lassen, teilen in den Social Media. Das würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was im Programm und seid gespannt, da kommt noch was. Ich würde sagen, wir sagen.